Willkommen zurück hier bei Subnautica. Below Zero. Vielleicht hätte ich für das Laserwerkzeug zum Bauen eine leere Batterie verwenden sollen, aber okay. Ist okay. Brauchen noch ein bisschen Verpflegung. Dann tun wir das hier mal in die Seebahn rein. 650 Meter, Alter. Krass. Nein! Ich will doch reparieren hier. So, einmal Energiezelle getauscht. Dann. Achso, den habe ich schon automatisch ausgerüstet. Waren die gleich mit dabei, die Handschuhe? So, dann essen, trinken, trinken. Ich nehme auf, was ich habe, Nährstoffblock mit. Auf E kann ich gleich wegpacken. Oh, ist gut zu wissen. Ja, und schauen wir noch erstmal hier runter. Ich hoffe nur, dass weiter unten nicht noch größere Viecher dann da sind. So, jetzt erstmal nicht durch. Willst aber mal schauen nach Einzelteilen für die Bahn. Rein in die Vieh hier so rum. Da ist ein Stück von der. Entschuldigung! Das ist ein Stück von der Bahn, wenn ich mich jetzt hier nicht festfahre. Komm schon, wir glitschen uns jetzt einfach mal hier durch. Oh, das sind sogar zwei Stücke. Ich hab doch den Laserschneider dahin gelegt.
Ja doch, hat gepasst. Hier geht's ja anscheinend nicht weiter. Oh, was haben wir denn da noch Schönes? Was? Trotzdem? Was? Der hat mir den Strom abgeschalten. Was ist denn der? Energieversorger oder was? Ah, badabab. Ich wusste nicht, dass die das können. Also, die Viecher, nicht die Energieversorger. Entschuldigung. Was ist das denn? Ach, stimmt, hier war ich ja schon. Was ist das denn? Das sind alles Diamanten, okay. Das ist Gold. Entschuldigung. Ich würde mal schauen, wie weit ich komme. Oh, was haben wir hier? Na, Frachtabteil haben wir schon. Was? It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. Was, Quantenkiste? Was ist denn eine Quantenkiste? Jetzt haben wir was gefunden, was gar nicht angezeigt wurde. Das ist jetzt die Seebahn, ey. Ja, klar.
versuche mal das Ganze hier so ein bisschen zu umschwimmen. Wenn er noch ein bisschen näher rankommt. Ja toll, jetzt bin ich bei dem wieder. Wenn wir die Seebahn ausgebaut haben, dann sind wir nicht mehr so wendig wie jetzt. Okay, Inventarplatz haben wir noch. Ja klar. Huch. Nee. Wenn, dann muss das ja hier irgendwo unten in dem Vulkan drin sein. Wo war jetzt? Da ist die Stelle. Ich würde jetzt erst noch mal in die anderen Raumschiffe da reinschauen. Jetzt haben wir den Laserschneider dabei. Schauen wir mal, was wir da so finden. Wo sind wir denn das letzte Mal rein? Hier war das doch, genau. Schauen wir noch mal.
Was uns da Schönes erwartet. Alter, dauert das lange. Oh, sehr schön. Hier ist ein Maschinenraum, oder? Hier sind wir jetzt. Okay. Oh ja, Essen und Trinken. Sehr gut. Was haben wir hier? Ist auch eine versiegelte Tür. Das ist halt zugerostet, hätte ich gesagt. Oder zugewachsen. Alter, frisst der Strom. Ja. Jawohl. Auch der Metallschrott. Okay. Ich will noch mal kurz zurück, um ein bisschen Luft zu holen. Das ist nur Metallschrott, ja. Aber da haben wir hier so ziemlich alles. Oder? Schrott. Versiegelte Kiste, die machen wir auch noch mal auf. Oh. Radioaktiv. So, Inventar hat schon gut Zuwachs gekriegt. Erstmal ein Stück davon und trinken hier von was. Und dann machen wir jetzt erstmal Feierabend für heute. So, erstmal vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Subnautica Below Zero.